Moin! Fliegen wir heute nach Koh Samui oder was? Freilich fliegen wir heute nach Koh Samui. Und warum? Einfach so. Einfach so? Einfach so, ja. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Road to Billionaire. Und heute ist es überraschend früh. Es ist 10.15 Uhr. Wir sind schon wach, wir sind schon fertig geduscht. Denn heute geht es nach Koh Samui. Wir freuen uns riesig. Wir waren schon zweimal auf Koh Samui. Und Koh Samui ist einfach richtig, richtig geil. Und wie bereits erwähnt, wir werden dort eine richtig geile Villa haben. Freut euch auf dieses Video. Und ich würde sagen, let's go. So, Freunde, angekommen am Flughafen. Natürlich extrem pünktlich. Wir haben jede Menge Zeit und sind überhaupt nicht zu spät. Deswegen machen wir uns jetzt auch überhaupt gar keinen Stress. So, einfach mal irgendwo anstellen, wird schon die richtige Schlange sein, oder? Einfach mal anstellen, ja. Wird schon passen. Für die Schlange ist das? Also, wir sind ja eh nicht zu spät, also selbst wenn es die falsche Schlange ist, haben wir noch jede Menge Zeit, zur richtigen Schlange zu gehen. Eben. Freunde, es geht los, wir steigen jetzt, also nicht jetzt, aber gleich ins Flugzeug. Na freilich. Gar keinen Bock, ohne Witz. Es sind nur 55 Minuten Flug. Ja, und nicht mal Business. Gab's nicht. Ja, das ist halt traurig. Ein kleines Flugzeug. Hey Leute, ist man eigentlich abgehoben, wenn man Economy Class fliegt? Man hebt ja trotzdem ab. Eigentlich schon, oder? Das war ein Simon sein Witz, den habe ich gerade geklaut. Das schneide ich aber raus, damit so wirkt, als ob ich coole Witze drauf habe. Passport, ein Morning Pass, so Leute, schaut euch mal das kleine Flugzeug hier an. Der Wahnsinn. Yes. Thank you, number above. Alter, nur zwei Sitze. Thank you, number above. 15B. 15B hast du? Ja. Turmfenster oder ich? Meinst du, die haben hier Brotzeit in dem kleinen Flieger? Ich will zwar hoffen, dass wir gescheite Brotzeit haben, weil sonst gibt es kein Trinkgeld, Leute. Nee, da gibt es wirklich kein Trinkgeld. Das wäre so die perfekte Größe, finde ich, für ein Privatjet. Ja. Da kann man ein Schlafzimmer einrichten. Vielleicht noch ein bisschen breiter, oder? Ja, ein bisschen breiter könnte es sein, also. Was sonst? Ein Billardtisch, ein Whirlpool. Der Billardtisch wird aber schon knapp. Ja. Kannst an der Seite kaum noch vorbeilaufen. Also Billardtisch und Whirlpool will ich. Zweistöckig mit Aufzug, oder? Airbus A380 als Privatjet. Ich will unbedingt einen Billardtisch und einen Whirlpool in meinem Privatjet haben. Aber kannst du das als Milliardär dann schon? Ich glaube, das gibt's noch gar nicht. Ich bin der Erste, der das macht. Ich mach's möglich. Aber dann musst du die Regeln ändern, wenn du es möglich machen willst. So ändere ich halt die Regeln, ist doch egal. Hauptsache das Ding macht. Hauptsache das Ding fliegt. Ich halte mich doch nicht an Regeln. Das schaffe ich. Es muss möglich sein. Möglich ist alles, aber ob es zugelassen ist, die Frage. Es ist doch egal, ob es zugelassen ist oder nicht, es muss nur fliegen. Ich verstehe die Leute nicht, die sich eine 90 Meter Yacht holen. So, hol dir halt gleich eine 100 Meter. Ja, für die letzten 10 Meter sind wir gereicht dann. Ja eben, also das ist doch, da sieht man halt, dass die Leute kein Geld haben. Die wollten eine Yacht haben, aber eine 100 Meter Yacht wäre zu teuer gewesen. Das ist einfach peinlich. Das ist einfach auf Krampf quasi. Deswegen hol dir eine 100 Meter Yacht, damit man sieht, dass du genug Geld hast. Aber manche gehen halt nach Foot. Nach Fuß und nicht nach Metern. Aber wer Fuß benutzt, ist eh lost. Ja, ist echt so. Also Fuß. Jeder Fuß ist so unterschiedlich groß, also das ist doch mal gar keinen Sinn. Macht keinen Sinn. Das ist total altmodisch. Allein schon die Größenangabe in Amerika zum Beispiel benutzen eine Mischung aus Fuß und Zoll. So 5'11, ich bin 5 Fuß und 11 Zoll. Hä? Das ist echt total also, dumm. Das macht keinen Sinn. Also. Wer hat sich das überlegt? Wirklich, wer hat sich das überlegt? Das ist komplett bescheuert. Nicht mal eine warme Mahlzeit bekommt man hier. Nur Kaffee und Kuchen, also schon schwach, oder? Das ist echt schwach. Also da gibt es kein Trinkgeld heute. Auf jeden Fall kein Trinkgeld. Leute, wusstet ihr, dass Flugzeugessen komplett überwürzt ist? Also wenn ihr das unten am Land essen würdet, dann könntet ihr das nicht essen, weil es einfach viel zu viel Gewürze hat. Stimmt doch nicht. Dort ist wirklich so. Hier auf der Höhe schmeckt man nämlich die Gewürze nicht so. Und
und deswegen nimmt man es anders wahr. Aber unten könnte man es nicht essen. So Freunde, wir sind angekommen. Jetzt werden wir gerade noch gefahren. Holen unsere Koffer ab. Und ganz ehrlich, es fühlt sich echt an wie zu Hause. Es fühlt sich an wie zu Hause. Wir waren hier schon 3 Monate. Es ist wie Heimat. Ich freue mich so sehr. Ich habe es auch vermisst. Und wir freuen uns auf jeden Fall auf den besten Burger der Welt. Aber sowas von. Hallo. Hallo. Okay. Yo. So Leute, die kennen uns hier alle. Ist das schön? Hallo. Hallo. Alter, der Ausblick ist hier 1000-mal geiler. Alter, der Ausblick ist hier 1000-mal geiler. Machen wir erstmal die Schuhe aus, oder? Boah, hier ist alles besser. Die Kokosnüsse stehen wieder da. Die Kokosnüsse stehen da. Und jetzt schaut euch einfach die Aussicht an. Die Aussicht ist so legendär. Die Aussicht ist legendär. Warte, ich muss kurz rausgehen. Gönnt euch hier diese Aussicht. Einfach so geil. Und Leon, wie fühlt sich's an? Hier dieser Außenbereich. Endlich wieder zu Hause, endlich wieder zu Hause. Freunde, und jetzt gibt's erstmal eine Kokosnuss. Einfach nur geil. So, ich bin jetzt gerade dabei, meinen Vlog von gestern zu schneiden. Und Freunde, die Villa zeige ich euch nicht in diesem Video. Die Villa zeige ich euch morgen. Da mache ich eine ausführliche Roomtour. Da könnt ihr euch auf jeden Fall auf was freuen, denn die Villa hier ist echt riesig. Die ist richtig geil. Und jetzt gehen wir erstmal was essen. Und zwar zum besten Burger-Restaurant auf der ganzen Welt. Und ich mache keinen Spaß. Wirklich das beste Burger-Restaurant auf der ganzen Welt. Freunde, hier steht's: Best Burger Samuel. Da steht er noch. Der Big Melt. Der beste Burger auf der ganzen Welt. Big Melt ist echt der Hammer. Big Melt ist wirklich so geil. So, Freunde. Gehen wir mal einen auf, oder? Das ist einfach so lustig. Wir sagen einfach alle das Gleiche, weil wir alle. So, Freunde, unser Stammplatz natürlich. Das ist unser Stammplatz. Wir sind zu Hause. Aber neue Sitzordnung ist auch gleich. Neue Sitze. Neue Sitze. Oha. Krass. So, Freunde, das Beste an Stack Burger ist natürlich das Popcorn. Das schmeckt nämlich richtig scheiße. Nee, Spaß, das ist so lecker. So, als erstes gibt es natürlich ein wenig einen Pineapple Shake. aus Papierstrohhalm ist wirklich am besten. Hier. Einfach geil. Jetzt kommen schon die Burger. Oh, die Burger kommen. Oha. Oh, Leute. Einfach nur geil. Oh. Junge, habe ich da jetzt Bock drauf. Thank you. Erstmal eine Insta-Story, oder? Das ist ein absoluter Traum. Das ist ein absoluter Traum, ich sag's so. So, Essen war unglaublich lecker. Jetzt fahren wir zurück zur Villa. Dann werde ich meinen Vlog noch fertig schneiden. Und was machen wir dann? Nix eigentlich, also wir werden einfach ein wenig in der Villa chillen, schätze mal. Genau, wir chillen einfach ein bisschen in der Villa und sonst machen wir nichts. So Freunde, wir sind jetzt wieder zu Hause. Schaut euch hier diesen Pool an, diesen Ausblick. Es ist einfach so geil. Und ich beende den Vlog jetzt an der Stelle hier. Wir werden jetzt noch ein bisschen feiern. Wir machen jetzt noch ein bisschen Party hier. Vielleicht filme ich noch was. Falls nicht, dann auf jeden Fall schon mal. Vielen Dank fürs Anschauen und wir sehen uns im nächsten Video. In dem Sinne, macht's gut.